Hallo, hier ist der Deepstar und willkommen zurück zu The Starling Subway 2 Red Vile. Letztes Mal haben wir das erste Level vom Spiel überstanden. Nach vielen Toten und viel Sucherei haben wir die Tür gefunden aus dem Haus raus. Und ja, können wir weitermachen mit dem nächsten Level. Ja, da muss ich mal laden. Das ist dann geht ja jetzt mal etwas schneller als beim ersten Teil. Ja, legen wir mal los. Ja, den Text, den lese ich nicht vor, den könnt ihr selbst vorlesen, weil ich komme ja eh nicht daher. Also, lest ihn selbst, also drückt auf Pause und dann lest ihr das. Ja, die suchen uns, der KGB oder wer auch immer uns sucht. Mir ist eingefallen, am Ende des ersten Teils wurde ja angedeutet, dass Elena ja gar nicht beim KGB arbeitet. Dass sie irgendwie eine andere Organisation angehört. Da haben wir mich dran erinnert, aber ich weiß nicht. Welche, das erfahren wir vielleicht, vielleicht auch nicht. Sind wir hier oben und ja, war klar. Ja, wir sind jetzt hier oben auf Dächern. Eigentlich sollten wir aus dem Haus raus und oben drauf. Ha? War ja klar. So. Ja, ganz gefährlich hier. Warte mal, speichern wir mal ab. Schnell speichern. Ja, das war schlecht. Das war schlecht, so. Erste Hilfe-Set, ja. Komm her. So, jetzt sind wir hier oben und sollen jetzt irgendwo wieder langlaufen. Da haben wir irgendein Missionsziel. Es gibt übrigens auch keine Taste für Missionsziele in diesem Teil. Wir haben hier auch eine Frachteraufnahme. Gibt's das überhaupt? Ach so, das sind Tauben. Tauben. Gucken, kann man hier auch schießen? Ja, so was aber auch. Tontauben hießen. Nein, sind keine Tontauben. Ja, nur so. Ja, komm her, wo sitzt du jetzt? Ob ich treffe? Ich glaube nicht. Ah! Volltreffer! Ja, das ist nochmal, das hätten wir draus machen sollen. Ja, wieder getroffen. Cool. Das hätten wir machen sollen. Hätte besser funktioniert, so ein Taubenschieß-Simulator, aber der wäre bestimmt, der hätte bestimmt mit Tierschützer was gesagt, ne? Ja, wo soll ich jetzt hin? Ja, ich kann nur da rein. Ja, wie gesagt, die Elena, die arbeitet ja eigentlich beim KGB so gar nicht. So angedeutet im ersten Teil, ob das so ist, weiß ich nicht. Ja, das sind jetzt die Typen, die jetzt hier standen. Handgranate F1, ja. F1-Taste bringt aber nichts. Die heißt einmal so. Ja, die Tür so auch zu. Ja. Super. Ja, sind wir hier. Das sind wahrscheinlich diese angepriesenen HDR-Effekte, diese Spiegeln, ja. HDR-Effekte hat das Spiel nämlich auch. Ja, das. Wer hat das gesehen? Ja, wusste doch jeder von euch, ne? Jeder hat die HDR-Effekte gesehen. High Definition, was weiß ich, was heißt denn HDR auf ausgesprochen? Weiß ich gerade nicht. Ach, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja hier kein Technik-Let's Play, ne? Let's Play Technik, Let's Technik. Ah, wo soll ich überhaupt hin? Renne ich auf den Dächern rum? Ja. Das ist. Ja, rein da. Nicht genügend Platz. Ja. Verdammter Spinner! Meine Güte! Kommt der überhaupt her? Wo kommen wir alle her, ey? Das ist wieder so typisch in dem Spiel. Ja! Bei mir relativ still, weil ich keine Musik habe. Ihr habt ja Musik. Ihr habt ein besseres Spiel als ich. Ja, ihr seht ein Spiel besser, als ich hier spielen kann, aber... Hey! Ist immer toll, dass das Spiel am... Kopfschuss. Ach, was will der? Vor allem, man merkt gar nicht, ob man getroffen wird. Die stöhnt nur rum. Hier komme ich gar nicht runter. Kann ich gar nicht runterklettern hier. Oh, muss ich wohl doch nicht da lang. Ja. Hier ist wieder. Hallo? Jemand da? Oh, das ist das Spiel. Fängt genauso an wie die. Geht genauso weiter. Hallo? Ja, relativ begrenzt hier. Warum nicht möglich? Hat er eine andere Waffe? Der tut eine AK, kann das sein?
Ja, mach die mal weg. Kalaschnikow, genau. Ja, haha. Ah! Kann man gleich mal nutzen. Ich meine, dasselbe. Ich meine, hört sich ja immer nach richtig was an. Gehen ja zu Handgranaten, die aber nur plopp machen. Ja, plopp, plopp. So. Man hat nur kein Kim und Korn hier. Kann man nur nicht mehr Kim und Korn schießen. Also hier anvisieren und so. Hey, was ist das? Was war denn für ein Tier, was ich da geschossen habe? Oh, Tierquäler. Ja, ich weiß, die Peter oder. Ach Gott, was wollen die? Meine Güte. Ihr habt's ja echt hier, hä? Experten. Irgendwie ist er hoch. Relativ mal geradlinig dieses Level hier. Aktuell zumindest. Aber er weiß, was uns hier nur erwartet in dem Spiel. So, ja. Okay. Ach, stirbt doch einfach. Danke. So. Ja. Und der kommt ja jetzt. Der kam jetzt von hier. Handgranate, Handgranate, die Landgranate haben wir hier plötzlich. Die Tür ist auch zu, also nur ein Raum zum Spawnen, nichts anderes. Erinnert mich an andere Spiele, ältere vor allem. AVP 2 zum Beispiel, ja, gab's das auch. Ein Raum, wo nur Gegner spawnen, ja, weiß ich noch ganz genau, habe ich noch direkt vor Augen. Ah, verdammt, ja, das war schlecht. Wie jetzt? Ach so, bin ich ja wieder hier. Ja. Komm schon. Also, diese Handgranate. Ja. Die Handgranate, die, das ist ja echt ein Witz, ey. Die Knallerbse. Reicher, Knallerbse, ey. Boah, was für eine Explosion. Die Knallerbsen. Ganz gefährlich hier. Gefährlich! Ja, Russland baut auch nicht mehr die stabilsten Gebäude, ne? Meine, nach Stalin. Ja, ist auch nicht möglich. Die Tür ist zu. Eine Pistole, die ich nie brauche. Warte mal. Aber mit maximal Munition. Ich glaube, das kommt dann so vor, da hat man bei allen Waffen dieselbe Munition. Tatsächlich, man hat bei jeder Waffe dieselbe Munition. Da habe ich keine vernünftige Sniperwaffe dabei. Hab trotzdem erwischt. Hab nicht mehr getroffen allein. Ja, aber hab ihn jetzt zerlegt. Also dieses Spiel. Was soll man dazu sagen? Ja, von der Story, ja gut, wir sind Gejagte. Das ist, wir sind jetzt die Gejagte. Und der Typ da, halt der Bösewicht aus dem ersten Teil, der da halt hinter da, der dahinter steckte, der ist immer noch verantwortlich. Ach ja. Ich werd mit Kleinläppen beworfen. Klar, hat mich eine Kleinerbse erwischt. Du warst. Ey, was ist das für Granaten? Kannst du in eine Tonne werfen? Ja, das war schlecht. Also man darf hier niemals Kamikaze-Aktion machen. Oh, oh. Ey, was soll das? Das sind echt keine, das sind echt Knallerbsen. Da hinten? Das ist total ulkig. Mann, wir wissen den da meinten mal. Wie war der davon? Hab ich ihn erwischt. Jetzt hab ich mal erwischt, den Typen. Das ist ja echt. Diese Granaten, ey, sieht man nicht, die hört man kaum, also. Gott.
Mann, dieses Spiel. Ja, immer die Physik Engine funktioniert, wie immer, ne? Das Beste am Spiel. Das Beste am Spiel ist die Physik Engine. Ja, ehrlich, also ehrlich. Ich meine, mehr kann man dazu nicht sagen. Ey, ich komme mir echt so vor, ist das Spiel echt schlechter als der erste Teil. Ich komme mir fast so vor nach zwei Levels. Aber sind manchmal nicht mehr auf den Dächern. Naja, eigentlich immer noch, ne? Also. Ja, hallo? Nee, also das Spiel kommt irgendwie total noch schlimmer her als der erste Teil, finde ich. Ja, war irgendwie mit zu rechnen, ne? War ja irgendwie klar. Da war noch einer, jawohl. Vor allem, man merkt irgendwie gar nicht mehr, ob der getroffen wird, nur wenn sie rumstöhnt, ja. Also, naja. Keine Ahnung. So. Ein paar Pistole. Aha. Muss ich überhaupt hier hin? Das ist immer die große Frage. Jetzt wird es auch ein bisschen undurchsichtiger, auch wenn es relativ geradlinig aussieht, dieses Level, aber. Muss ich jetzt da runter? Oder? Ich weiß es doch nicht. Aha, muss ich jetzt hier runter? Ach, ja. Ah, bin ich runter gefallen, aber. Ja. Na toll. Was mache ich hier? Ja, hier geht's jetzt rein. Oh, eine Lampe. Funktioniert sie oder? Das wird auch ein Grafikfehler, ich weiß es nicht. Wohl, naja, sieht ja auch wirklich funktionieren. Irgendwann ist es dunkel hier, der Laden. Ja, war klar. Von links. Von da kommt auch einer. Hä? Hab ich da eben erwischt? Ach, da oben! Mann! Heck da! Ja, wieder zu blöd! Ah, dann geht die Munition aus. Ah, von oben. Ja, wieder ulkig hier, was die da treiben, ja? Ah, nein, das war schlecht. Das war schlecht, deswegen kann ich leider nochmal neu laden. Ach Gott, ja. Man muss auch nachladen vorher. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ach ja, das Spiel bestraft mich. Meine typische Spielweise. Pff, 5 Fels. Die Granaten sind so blöd. Dankeschön. Auch wenn er nichts bringt, wir wissen das ja auch. Ah, schwarzer Kasten. Ah. Kommen Erinnerungen hoch, hä? Aber nö, es hat funktionieren. Das Ding ist einfach schwarz, wie es aussieht. Ja, also ich weiß ja auch nicht, aber blöde Ecke hier.